Den habe ich ja zweimal. Lol. Einer kann weg. So, vergleichen. Bitte. Stärke 2, Konstitution 3, Entschlossenheit. Warum ziehe ich den nicht an? Den brauche ich dafür nicht mehr. Tiere extrahieren. Und ins Inventar legen. Ringe. Okay. Kosmetika. Projektionskommode. So, Frisur. Oh, nice. Also das sind die alten, das wären die neuen. Oh ja, oh ja, aber sowas von. Würden wir mit Strähnen machen? Drehen sieht das eigentlich auch sehr schick aus. Zu dunkel sollten sie nicht sein. Das gefällt mir eigentlich. Oder noch ein Ticken heller. Was ist, wenn ich jetzt... Nett. Machen wir so. Mehr brauche ich auch nicht. Oder soll ich die Lippenfarbe noch ändern? Wäre denn hell? Macht halt absolut fast keinen Unterschied. Ja, doch, mache ich so.
paar mehr Schuppen. Nee. Nee, das lassen wir so. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wäre too much. Ja, das wäre too much. Den Kosmetikgutschein bitte. Ja, der albanische Kopf. Nochmal vielen Dank, Marius, dafür. Voilà, fertig, schau in den Spiegel, aber mache dich auf eine Erfahrung mit der Physik gefasst. Herzlichen Glückwunsch, moi à moi. Nice. So, jetzt noch ein paar Sachen verkaufen. Und abgeben natürlich. Was ist denn hier? Frei wie der Wind. Wie Stämme? Jetzt schon? Tatsache. Hä? Kommen die nicht erst nach der Story? Machen wir das. Ja, ja, das sind Crafter. Ich habe überhaupt kein. Hey, kann ich gar nicht machen. Ich habe überhaupt keinen Crafter. Könnte ich ja gar nicht beenden, oder? Dieser Auftrag ist für Charaktere ab Stufe 41 als Krieger oder Magier oder ab Stufe 1 als Handwerker empfohlen. Empfohlen, ja. Aber ich dachte, kann man nur als Handwerker beenden. Wie weit unsere Gesellschaft ist. Hälfte von Rang 4 schon. Das heißt. Nee. Status. Perfekt, bald kommen Kommandos dazu. Ja, ich muss sagen, so gefällt die mir. Wenn wir jetzt noch, machen wir mal so. Da kannst du auch ruhig mal den Hut tragen. Oder den Beschwörer. Den Gelehrten meine ich. Oh, ein Paladin. Oh ja, die gefällt mir. Oh ja.
Was habe ich jetzt? Assassin Materia. Hellseher Materia, das ist die. Hellseher Materia 2. Fechtkunst. So, dann weg, 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 weg. Alles weg. Machen wir mal 50. Ist zwar nur wenig für das Haus, aber hey. Oh ja, mit dem Tänzer-Outfit, da kann ich mir, mit diesem Outfit kann ich mir das richtig gut vorstellen. Knochenbleich, Camp Knochenbleich wollte ich ja hin. So, ich bin aber mal kurz weg, bin gleich wieder da.
So, da wäre ich wieder. Ich merke gerade, er hat gar keinen Ton. Sorry dafür. Dann bin ich echt am Überlegen, ob ich dann nicht auch schon mal die wilden Stämme mache. Lambertin. Hallo, ja, der bin ich. Natürlich kenne ich mich mit denaturierten Kristallen gut aus. Das ist mein Hauptforschungsgebiet. Willst du etwas darüber wissen? Wie sieht das denn aus? Vergleich mal. Konstitution, direkter Treffer 7, Schnelligkeit. Nee, brauche ich nicht. Okay. Oh ja, das sieht eigentlich auch nett aus. Vergleichen. 8. Ah, ist aber schlechter. Okay. Nevermind. Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der sich für mein Forschungsgebiet interessiert. In diesem Teil Eoseas gibt es nicht viele gebildete Leute und noch weniger, die sich mit niederträgerten Kristallen auskennen. Genauer gesagt bin ich außer dir bisher nur einem begegnet. Das war ein gewisser Marquess in der St. Adamar Landamar Kirche. Ein komischer Kauz. Zunächst war er nicht sehr gesprächig, bis ich ein paar Worte über technische Belange fallen ließ. Da taute er plötzlich auf. Nicht tauchen, sondern taute. Danke! Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du einen denaturierten Kristall nicht nur im Feld untersuchen, sondern sammeln. Ja? Lass dir gesagt sein, dass das nicht ganz einfach ist. Wie sein Name schon impliziert, besitzen derlei denaturierte Kristalle starke Ätherenergien. Dafür brauchst du also ein speziell präpariertes Gefäß, das jene verzehrende Kraft des Kristalls im Zaun hält. Als Experte meines Fachs bin ich natürlich bestens ausgerüstet und stelle dir gerne einen meiner verstärkten Tontöpfe zur Verfügung. Nein, nein, nicht der Rede wert. Bring den Tontopf zu meinem Meisterschüler Hasko in Höhenbrück. Sobald er das Gefäß sieht, wird er wissen, was dein Anliegen ist und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, was das Sammeln eines denaturierten Kristalles betrifft. So. Sollten ihn entsorgen, bevor die Bussarde ihn riechen. Lol. Doch, ich muss sagen, gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier die ganze Questreihe. So unnötig. Nein, zum Donnerwetter. Ich habe nicht vor, vor mich von der Brücke zu stürzen. Ich nehme hier wichtige Messungen vor, also störe mich bitte nicht.
Oh, ein verstärkter Tontopf, wie ihn nur Professor Lambertin herzustellen vermag. Du hinterhältige Diebin, ich werde sofort die... Oh, er hat ihn dir geschenkt? Sag das doch gleich. Dann hat er dich zu mir geschickt, damit ich dir erkläre, wie man denaturierte Kristalle sammelt. Und das wiederum bedeutet, dass er mich für kompetent genug erachtet, dir dazu Auskünfte zu geben. Endlich wird mir die Wertschätzung zuteil, die mir zusteht. Brauche ich Handschuhe? Nein. Okay. Oh, welch wonnevoller Tag. Heute werde ich Hasko Lambertins größter Schüler dir erklären, wo du den gesuchten Kristall findest. Ja. Das trifft sich ausgesprochen gut, denn ich stand kurz davor, selbst loszuziehen und noch nach solch einem seltenen Kristall zu suchen. Östlich von hier liegt der sogenannte Feuerwall, der durch die Umwälzungen der Sittenkatastrophe entstand. Das Epizentrum der Zerstörung befand sich nämlich ganz in der Nähe. Damals wurden zahlreiche Mineralien und Kristalle freigelegt. Auch wie denaturierte Kristalle. Auch viele denaturierte Kristalle allerdings brauchst du einen absolut reinen Kristall. Dafür wirst du bis ins Zentrum des Feuerwalds vordringen müssen. Hier mit dem Brechschläge kannst du den denaturierten Kristall freilegen, sobald du ihn gefunden hast. Ach ja, den verstärkten Tontopf musst du natürlich auch mitnehmen. Hier. Der schnellste Weg führt dich übrigens durch die Höhle am Rotfall. Der Weg ins Herz des Feuerwalds ist lang und gefährlich. Pass auf dich auf. Machen wir mal Platz Nummer 3. Das ist so ein dummer Weg. Als ich den das erste Mal gesucht habe, ne? Ich sah so die Quest und dachte mir so, hä? Wo muss ich hin? Wie komme ich da hin? Ich sah dann halt, wo ich hin musste, aber ich wusste nicht, wie ich runterkam. Oh, ja. Da war ja was. Moment. Oder so. Die Fahrerfahrung. Wo war das nochmal? Ah, hier. Irgendwo. Questmarkierung. Verwirr mich nicht. Ach, da. Okay. Ich bin echt klein, ey. Eigentlich bräuchte ich einen Kindersitz für das Auto. Oho, du bist lebendig aus dem Feuerwald zurückgekehrt. Nicht schlecht. Hast du auch den Kristall gefunden? Oh ja, der ist absolut rein und von bester Qualität. Professor Lambertin wird zufrieden sein. Vergiss nicht zu erwähnen, wie sehr ich dir bei der Suche geholfen habe. Das ist ein Scheiß, was du getan hast.
Natürlich hänge ich gegen eine Wand. Hat einen Moment gedauert, ja. Hier lang, genau. Wenn mich meine Intuition nicht täuscht, hast du einen denaturierten Kristall gefunden, habe ich recht? Dann lass mich mal einen Blick darauf werfen. Ja, faszinierend, dieser Kristall ist angefüllt mit windelementarem Äther. Wofür brauchst du den Kristall doch gleich? Wie bitte? Du willst eine Windbarriere durchbrechen? Naja, das kannst du mit diesem Kristall getrost vergessen. Er würde die Stürme nur noch weiter aufpeitschen. Darüber hätten wir früher sprechen sollen. Dann hätte ich Hasko genauere Anweisungen gegeben. Aber die Wissenschaft ist eben eine Reihe von Versuchen, die nicht immer erfolgreich verlaufen, uns aber dennoch stets wichtige Erkenntnisse bringen. In diesem Fall hast du zwar nicht den gewünschten Kristall gefunden, aber wertvolle Erfahrungen gesammelt. Du weißt nun, wie denaturierte Kristalle gesammelt werden. Was du einmal geschafft hast, wirst du auch ein zweites Mal schaffen. Und dieser Kristall könnte sich außerdem als sehr wertvoll für die Forschung erweisen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne Baidisions Gelehrten zukommen lassen. Du hast schon von Baidisions Gelehrten gehört, nehme ich an. Sie sind so großzügig, meine Forschung finanziell zu unterstützen. Sie sind also sozusagen meine Gönner, aber natürlich kann ich ihnen nicht im Entferntesten das Wasser reichen. Alles in Ordnung mit dir? Du bist so bleich im Gesicht. Na, das legt sich schon. Wenn du an die frische Luft kommst, viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen denaturierten Kristall. Wieder der obligatorische Blick, ob die Hose mir hilfreich ist. Und die ist mir tatsächlich hilfreich, die Hose. Oder? Wolzzarul. Stärke, Geschick, Konstitution. Direkter Treffer, auf jeden Fall. Ist zwar ein bisschen schwächer von den Werten her, also von den Rüstungswerten, aber sonst ist der auch okay. Bist du bereit, deine Suche nach dem denaturierten Kristall mit der richtigen Eigenschaft fortzusetzen? Zum Glück hat eine andere Schülerin von mir, Seana, eine vielversprechende Fundstelle im östlichen Lanossea aufgetan. Ach nein, das stimmt ja gar nicht. Im östlichen Lanossea wäre sie beinahe von galerischen Soldaten verhaftet worden, als sie sich zu nah an ein Castrum gewagt hat. Das war eine aufregende Geschichte, sag ich dir. Die Fundstelle, von der sie berichtet hat, liegt im westlichen Lanossea, genauer gesagt auf den Phantominseln bei Pharos Syrus. Senna hält sich noch im Bierhafen auf, um dort Feldversuche durchzuführen. Was hältst du davon, wenn du dich von ihr beraten lässt? Sie wird dir sicher gerne weiterhelfen. Ach ja, hier, vergiss den verstärkten Tontopf nicht. Gute Reise und viel Erfolg. Wenn man von den raubbeinigen Piraten einmal absieht, ist es in Lanossea gar nicht so übel. Die frische Meeresluft wird dir gut tun. Hallo, suchst du Gesellschaft? Ich bin leider mit der Erforschung des Äthers beschäftigt und habe keine Zeit, mich mit dir zu amüsieren. Oh, der ist doch von Professor Lambertine, nicht wahr? Dann hätte er dich zu mir geschickt. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Sienna. Bei aller Bescheidenheit von den drei Meisterschülern Professor Lambertines bin ich zweifellos die Begabteste. Ich weiß natürlich alles über denaturierte Kristalle. Du bist bei mir also an der richtigen Adresse. Hier im Bierhafen führe ich gerade wichtige Feldversuche zu den Äther
tue Aktionen durch. Aber wenn meine Expertise gefragt ist, stehe ich dir selbstverständlich gerne beratend zur Seite. So, Charakter und einmal das. Sehr schön. Das heißt, die kann ich ausziehen und ins Inventar legen. Wenn ich Professor Lambertin ausführlich geschrieben, wie ich Professor Lambertin ausführlich geschrieben habe, vermute ich reiche Vorkommen denaturierter Kristalle in Pharos Cirrus. Leider kann ich meine These nur schwer verifizieren, denn die Phantominseln wurden unter Quarantäne gestellt. Kein Schiff darf sie anlaufen. Der Grund dafür ist mir leider ein Rätsel. Mein interessiertes Nachfragen wurde bisher mit kühler Missachtung gestraft. Vielleicht liegt es daran, dass die Gelbjacken durch meine überragende Intelligenz eingeschüchtert sind. Womöglich hast du mehr Glück. Versuch doch mal, von den Gelbjacken in Erfahrung zu bringen, was auf den Phantominseln so schrecklich ist, dass niemand hinüber darf. Huch, erschreck mich doch nicht so. Die ganzen Geschichten über Geister, die des Nachts auf den Phantominseln spuken, machen mir schon Angst genug. Ach, die waren gar nicht hier. Da unten war der. Du willst auf die Phantominseln? Ja, bist du denn des Wahnsinns? Was hat er gesagt? Das habe ich zu schnell weggeklickt. Dort erwartet dich nichts als Tod und Verderben. Also runter, okay. Die Phantominseln? Warum interessierst du dich dafür? Seit Pharos Cirrus bei der Katastrophe zerstört wurde, gibt es dort nur Trümmer und Guy ist... ach, vergiss es. Das geht dich gar nichts an. Ach ja, ich muss ja zur... Ich wollte schon übersegeln, also übersetzen zu den Phantominseln. Und ich habe es wieder weggeklickt. Hallo Solis, was hast du rausgefunden? Wirklich? Geister? Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Die Informationen sind noch etwas vage, aber vielleicht können wir mehr darüber herausfinden. Die Geistergeschichten haben mir einen kalten Schauer über den Rücken gejagt. Ich weiß nicht, was genau es damit auf sich hat. Aber es muss mehr als Aberglaube sein, sonst hätte man die Phantominsel nicht gleich komplett abgeriegelt. Was auch immer da vor sich geht, es ist eine reelle Gefahr. Während du die Gelbjacken ausgehorcht hast, war ich in der Taverne, um mir eine kurze Pause von der anstrengenden Forschung zu gönnen. Da habe ich gehört, dass ein Ruhrgitter namens Skyfern verhaftet wurde, weil er offensichtlich den Verstand verloren hat.
Und jetzt kommt das Spannende. Skyfern soll früher den Leuchtturm, der Leuchtturmwärter von Pharus Syrus gewesen sein. Vielleicht ist er gar nicht verrückt, sondern hat nur Gespenster gesehen. Auf jeden Fall solltest du ihm einen Besuch abstatten. Ich traue mich nicht so recht. Vielleicht ist er doch verrückt. Nein? Ja. Hörst du es auch? Ihr Lied. So wunderschön. Lässt mich nicht los. Muss zu ihr. Hier, nimm. Sagt Mimidor, er hatte recht. Oder lass mich hier raus. Ja, hier raus. Ich muss zurück. Zu ihr. Hier raus. Lass mich. Lass mich. Hohoho. Goldene Feder, diese glänzende Feder reflektiert Licht, als wäre sie tatsächlich aus Gold. Wie bitte? Das klingt tatsächlich ziemlich verrückt. Nur gut, dass ich mir das nicht angetan habe. Keine Ahnung, was er für Stimmen hört. Aber der Name Mimidor kommt mir bekannt vor. Moment mal, das ist doch dieser alte Schwerenöter, der mir neulich in der Taverne ans Gesäß gepackt hat. Ein Schmied ist er, glaube ich. Ich habe ihn vorhin unten am Anleger gesehen, wo er vermutlich jede Dame belästigt, die nicht bei drei auf der Kaimauer ist. Wow, ich bin auch eine Dame. Ich habe auch Gefühle. Direkt erstmal den Speer auspacken. Damit der hier nicht irgendwas versucht. Ja. Wie? Was willst du von dem alten Mimidor? Du musst schon etwas lauter sprechen. Ich höre nicht mehr so gut, meine Liebe. Huch, bei allen Seehexen, woher hast du die Feder? Von Skyfern? Der arme Kerl, für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Hätte er sich meine Warnung bloß nur mehr zu Herzen genommen. Ich wurde von der Schmiedergilde zu den Phantomeninseln geschickt, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Allerdings sind wir nicht sehr weit gekommen, weil die hasenfüßigen Handwerker alle geflohen sind. Und da willst du wirklich hin? Nun, wenn das so ist, kann ich dir meine Überfahrtengenehmigung abtreten. Damit kommst du problemlos auf die Phantominseln. Im Gegenzug siehst du dich dort für den alten Mimidor um und versuchst, den Spuk aufzuklären, damit wir die Aufbauarbeiten fortsetzen können. Abgemacht? Dank der Genehmigung wird dich der Fährenkapitän jederzeit zu den Phantominseln übersetzen und einer seiner Kollegen wird dich auch wieder zurückbringen. Wie bitte, bist du denn immer noch hier? Erzähl mir nicht, dass du den Spuk auf den Phantominseln schon aufgeklärt hast. Hast du dich mit Mimidor unterhalten? Hatte der Schwerenöter irgendetwas Interessantes zu sagen? Na, da schau her, die Überfahrtsgenehmigung. Sie sieht echt aus, damit steht dir den Weg zu den Phantominseln frei. Gute Fahrt. Wie bitte? Ich soll dich begleiten?
Bist du jetzt auch übergeschnappt? Ich sterbe doch schon 1000 Tode, wenn ich nur Geschichten über Geister höre. Nun ja, ich werde darüber nachdenken. Also schön, ich werde dich begleiten, aber nur unter der Bedingung, dass du mich vor sämtlichen Geistern, Monstern und anderen Unholden beschützen wirst. Hörst du? Sollst du mich im Stich lassen, wenn's drauf ankommt, werde ich dir das nie verzeihen. Ich habe tierische Angst, aber was tut man nicht alles im Dienste der Wissenschaft? Geh schon mal vor zum Fährenkapitän. Ich hole noch schnell meine Sachen und komme gleich nach. Zu den Phantominseln? Das kannst du dir abschminken. Oh, eine Sondergenehmigung. Das ändert die Sache natürlich. Hüpf an Bord, wir legen gleich ab. Das sieht gar nicht so schrecklich aus. Ach verdammt, wem versuche ich etwas vorzumachen? Mir schlottern die Knie und ich falle gleich in Ohnmacht. So mach ich keinen Schritt weiter auf diese verfluchte Insel. Du kannst dich hier schön allein umsehen. Hier, nimm den verstärkten Tontopf mit für den Fall, dass du einen denaturierten Kristall findest. Viel Glück! Snow Kid. Aha. David. Verzeihung, der Zutritt nach Pharus Iris ist streng reglementiert. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Ein Tontopf, was willst du damit? Ich verstehe, du bist auf der Suche nach denaturierten Kristallen. Nun, die gibt es hier durchaus. Dennoch kann ich dich nicht durchlassen. Deine Genehmigung gewährt dir zwar Zugang auf die Phantominseln, doch nicht zwangsläufig zu den Ruinen von Pharus Iris. Da drin ist es einfach zu gefährlich. Es war eins der modernsten Leuchtturm in ganz Lanossea, mit einer ätherbetriebenen Lichtanlage. Doch bei der 7. Katastrophe wurde er durch einen gigantischen Feuerball zerstört. Ich bin bereit, einen denaturierten Kristall für dich zu besorgen, aber im Gegenzug musst du mir einen Gefallen erweisen. Eine Hand wäscht die andere. Du hast bestimmt schon gehört, dass hier auf der Insel Geister spuken sollen. Was dahinter steckt, kann ich dir nicht sagen, aber Tatsache ist, dass unsere Arbeiter panisch geflohen sind. Dadurch ist der Wiederaufbau von Pharus Iris ins Stocken geraten. Ich glaube nicht an Geister, doch ich vermute, dass sich nachts Monster aus dem Meer an Land geschleichen. Leider hat noch niemand eine Begegnung mit ihnen überlebt. Also, als Gegenleistung für meine Hilfe möchte ich dich bitten, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Wenn du das schaffst, besorge ich dir den Kristall, den du suchst. Wenn du Nachforschungen anstellen willst, musst du nicht ganz im Dunkeln tappen. Vor ein paar Tagen sind 3 Abenteurer auf die Insel gekommen, um auf den Schiffsfriedhof nach Schätzen zu suchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie etwas beobachtet haben. Luis. Am Schiffshof hörte ich eine wunderschöne Stimme, die mich mit ihrem hypnotischen Gesang zu sich rief. Sie klingt noch immer in meinen Ohren, doch ich stemme mich gegen die Versuchung, ihr zu folgen. Halte dich vom Südstrand fern. Auf dem Schiffshof südlich von hier
erscheinen nachts die rastlosen Seelen verstorbener Piraten, um die Lebenden zu holen. Ich habe sie nach mir rufen hören. Das war ganz schön gruselig. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hatten sie für Piraten allerdings recht hübsche Stimmen. Seit sich die Meeresströmung durch die Katastrophe verändert hat und der Leuchtturm nicht mehr funktioniert, laufen immer wieder Schiffe auf die Riffe und kentern. Der Schiffsfriedhof ist bald proppenvoll. Verführerische Gesänge auf dem Schiffsfriedhof, das könnten die Monster sein, die hier für Panik gesorgt haben. Töne des Wahnsinns, die Sirene. So ein wunderschönes Monster. Bereitet uns nur auf Garuda vor. Für den Ausblick, den wir danach genießen dürfen. Oder Einblick, wenn man es so nennen will. Dieser Gesang könnte das wirklich... Oh, du bist es. Verzeih, ich habe mit mir selbst geredet. Aber gut, dass du gerade kommst. Meister Mimidoa ist mit der letzten Fähre angekommen und wartet am Fähranleger auf dich. Offensichtlich hat er es nicht länger ausgehalten, tatenlos im Bierhafen abzuwarten, bis er endlich die Restaurierungsarbeiten in Pharosyrus wieder aufnehmen kann. Er hat ausdrücklich nach der strammen Maid gefragt, die ihm versprochen hat, den Spuk aufzuklären. Das bist bestimmt du, nicht wahr? Dann sei doch bitte so gut und hol ihm einen Fähranleger ab. Das ist auch eine geile Gede. BDSM. Ich glaube, die haben viel Spaß. Gesellschaft ansehen. Heartbreak Soldiers. Meister Gun Heartbreak. Join our social community. If you like. Weißt du, die machen alles, außer Rollenspiel. Besucher willkommen, Diarion. Shirogane, Ich will auch noch Shirogane. Hallo Solis, hast du mich vermisst? Na, jetzt bin ich ja zur Stelle. Was hast du herausgefunden? Verführerischen Gesang am Schiffsfriedhof und am Strand wandelnde Untoten herum. Das weckt ungute Erinnerungen. Mit ähnlichen Phänomenen hatte ich zu tun, als ich noch als Kanonier unter Captain Rauschebart, dem berüchtigten Piraten, gesegelt bin. Damals machten wir Jagd auf Sirenen, die mit ihrem Gesang ahnungslose Seeleute ins Meer locken und in den Wahnsinn treiben. Doch damit nicht genug. Ihre Opfer bleiben auch über den Tod hinaus auf immer und ewig in ihrem Bann gefangen und finden keine Ruhe. Ich vermute ganz stark, dass wir es hier auf der Insel auch mit einer dieser legendären Sirenen zu tun haben. Mir war schon immer klar, dass Rauschebart bei seiner Jagd niemals alle Sirenen erwischt haben kann. Solange wir ihrem Treiben kein Ende bereiten, können wir den Wiederaufbau von Pharosyrus vergessen. Früher oder später werden die Untoten die gesamte Insel überrennen. Also, pass auf, du und ich. Wir knöpfen uns die Meeresbraut vor, aber nicht ohne eine kleine Geheimwaffe. Hier, ein paar Messing-Ohrstöpsel. Damit bist du gegen ihren magischen Gesang geschützt. Los, auf zum Schiffsfriedhof. Die Sirene wird den Gesang bald im Halse stecken bleiben. Ist ja fast wie die Verführung einer Primae. Oh.
Okay, die Bartgeier haben auch keinen. Die haben auch nichts für mich. Okay. Mitstreiter. Rang 4. Er ist endlich Rang 4. Er kann endlich Gemach. Ist das nicht toll? Und da hat der Gemach eingesetzt. Sehr schön. So lobe ich mir das. Mit Fates levelt man den Chocobo super schnell. Ja, auch wahr. Ja. Hola. Hallo. Willkommen zurück. Ich habe nur gedacht, weil als ich die Nachricht geschrieben habe, dass du nicht angerufen hast. Deswegen habe ich gedacht. Ich weiß ja nicht, ob du bereit bist. Natürlich, wenn ich schreibe, natürlich bin ich bereit. Und wie war's? War schön. Oh ja, ich habe etwas getrunken, aber ja, es war schön. Also kann man jetzt unangenehme Fragen stellen und beantwortest die. Ah, das kann man so oder so. Wie weit bist du denn gekommen? Ich kämpfe jetzt gegen die Sirene. Und danach müssten es noch ungefähr 2 bis 3 Quests sein und dann bin ich bei Garuda. Ah, cool. Ich habe ein Lagerfeuer. Bin ihr genau zur rechten Zeit wiederkommen? Ja, genau. So. Ich habe ein Lagerfeuer vorbereitet. Das wird die Aufmerksamkeit der Sirene erregen. Wenn sie sich dann neugierig nähert, schlagen wir zu. Stufe 46, okay. Was für ein seltsamer Traum. Hörst du das auch? Das ist ihr Gesang. Oh ja. Da ist sie, über dem Wasser. Mach dich bereit. Nice. Sobald sie merkt, dass wir gegen ihren Gesang immun sind, wird sie ihre Untoten auf uns hetzen. Ich habe dich gewarnt. Den Rest überlasse ich dir. Höre mein Lied, folge den Klängen, lass dich umarmen inmitten der Wellen. Sträubst du dich gegen meinen Liebreiz, so wählst du den Tod. Oh.
tanzt den Regen der Toten. Zu mir, meine Liebe, zu mir. Na, ich kann nicht zu dir. Entsage der Pein, empfange die Freude. Komm zu mir, folge mir. Den Tod offenbart die Liebe. O Diener, bringt meine Liebste zu mir. O Liebste, verlasse mich nicht. Lasse dich umarmen, ewiglich. Ewiglich ein Wort? Tatsächlich ist ein Wort, ja. Nie gehört. Aber ich habe auch noch nie ein Gedicht von jemandem bekommen, also von daher. Ja, das habe ich ja noch nicht, aber... es ist trotzdem ein Wort. O Liebste, es zerreißt mir das Herz. Es ist vorbei, fühle den Schmerz.